Der Notruf aufmerksamer Nachbarn alarmiert jetzt Paul Richter und Robin Storm. Ein ausgeuferter Familienstreit droht zu eskalieren. Hallo! So, jetzt ist mal hier gut, ja? So, Polizei ist da. Ich möchte den anzeigen. Der hat 50 Euro aus meiner Hand. Das ist schön. Wir unterhalten uns gleich, wenn wir zu Ihnen kommen. Oder kommen Sie mal zur Tür, bitte, ja? Gut. Mann. So, was ist los? Was passiert? Nichts passt schon. Nichts passt schon? Was haben Sie alles hin? Bleiben Sie stehen. Sie haben einen bösen Kerl am Auge, ne? Haben Sie gerade erhalten? Ja. Die Tasche? Von dem passiert? Ja, von der Tasche ist eben draufgefallen. Was ist da drin? Was will der denn von Ihnen? Was ist denn los? Ja. Passt schon. Familie. Haben die Nachbarn angerufen? Das passt nicht mehr. Ja, wir sind ja jetzt ruhig. Jetzt ja? Wird jetzt. Ja, wir gehen. Ich gehe jetzt sowieso. Warum schmeißt ihr Ihre Sachen jetzt aus dem Fenster? Sind das Ihre Sachen alles oder was? Ja, wie gesagt. Ja, er meinte, ich hätte was gemacht. Habe ich nicht gemacht. Passt schon. Ja. Haben Sie mal Ausweis für mich? Ausweis? Nee, leider nicht. Haben Sie nicht? Haben Sie keinen Ausweis? Den brauchen wir aber. Habe ich aber nicht. Ja, das ist schlecht. Warum haben Sie keinen Ausweis? Haben Sie ihn verlegt oder ist er drin? Sie doch. Gut, wir packen jetzt einmal alle. Ja gut, aber Sie besitzen den Ausweis. Ja, aber nicht hier. Gut. Wir packen jetzt alle Sachen eben kurz zu Streifenwagen, gehen einmal zu dem Herrn. Nein, muss nicht sein. Doch, das machen wir. Nein, das passt schon. Doch, das machen wir. Ja, ist doch nichts mehr. Wir gehen jetzt einfach. Sie haben eine Verletzung am Auge, Sie können sich nicht ausweisen. Guten Tag. Hi. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Was möchten Sie? Ja, das ist mein Freund. Achso, okay. Ja. Wohnt er denn auch hier, weil er will sich nicht so richtig äußern? Ja, also wir lassen den bei uns wohnen. Also, okay. Ja. Also dürfen Sie, sind Sie untergekommen hier, ist das richtig? Wie bitte? Sie sind hier untergekommen. Ja, vorübergehend. Also es ist gestattet auf jeden Fall. Ja, es war gestattet. Und warum? Also ihr sitzt hier Freund, sagten Sie? Ja, das ist mein und Freund. Sie wohnen da mit wem nochmal alles? Mit meinen Eltern. Okay. Und Ihr Vater haben wir dann wahrscheinlich jetzt gerade gesehen? Ja, kann sein. Der ein Problem anscheinend mit ihrem Freund hat. So ich brauche aber trotzdem brauche ich Ihren Namen und Ihre Daten, sonst können wir hier nicht weitermachen. Ja, ich habe den aber nicht dabei. Gut, dann. Ja, Sie wissen ja, wie sie heißen, wo sie. Ja. Oder? Max Herrschung. Ja, eine Sekunde. Ausweis habe ich nicht. Was ist los? Passt schon, dein Dad regt sich ein bisschen auf. Ja, aber wieso? Ist egal. Bleiben Sie mal hier schön. Hören Sie mal. Können Sie mal die Sachen von ihm hinpacken? Sie haben eine Verletzung im Auge. Ja, es passt doch. Ist nicht schlimm, es tut nur ein bisschen weh. Ja, gut, okay. Wenn Sie das sagen, ich brauche trotzdem Ihre Personaldaten. Habe ich nicht. Ja. So, Ihren Namen haben Sie am Kopf. Ja, Max Herrschung. So, Herrschung wie gesprochen, ja? Ja, Beherrschung, Herrschung. Ja. Und Max ist der Vorname. Ja. Und dann brauche ich ein Geburtsdatum von Ihnen. Sie wollen nicht. Was ist los? Haben Sie doch. Na, geht doch. Ja, schon. Was ist los? Warum wollen Sie sich ja nicht ausweisen, mit uns unterhalten? Weil nichts passiert ist. Sie sind gemeldet in der Lukasstraße immer noch aktuell? Der steht ja immer noch hier. Der hat 50 Euro aus der Kasse genommen. Hast du wohl. Schön, bleiben Sie immer schön da. Wieso sollte ich dir was klauen? Gut. Wieso? Ja. Gut, Sie sind der Vater von derjenigen hier? Ich bin der Vater von der Theresa, ja. Okay, gut. Warum schmeißen Sie die Sachen runter? Ganz einfach, weil er weiß genau, er soll nicht an unsere Haushaltskasse gehen. Und ich habe ihn heute Morgen erwischt und das hat das fast zum Überlaufen gebracht. Du hast es ausgenommen, Mensch. Gucken Sie mich an, wenn Sie mit mir reden, dann bitte mit mir und in einem gesitteten Ton. Ja. So, und er hat 50 Euro aus der Haushaltskasse genommen und er weiß ganz genau, und meine Tochter weiß das auch, dass an der Haushaltskasse nur meine Frau und ich was zu suchen haben. Okay, weiß jeder, wo die ist von Ihnen? Ja, das weiß ich. Gut, okay, also er wusste das auch anscheinend. Er wusste es auch, genau. Gut. Dann würden wir gerne mal einmal kurz bei Ihnen reinkommen. Ne? Haben Sie irgendwelche Verletzungen? Nein. Nein, weil der Herr hat eine Verletzung erlitten, anscheinend durch Ihren Wurf mit irgendeinem Gegenstand. Ne? Das ist eine Körperverletzung, sage ich Ihnen gleich. Wenn der Herr Sie anzeigen will, ne, können wir. Erstmal zeige ich ihn aber an. Wegen Sache? Diebstahl. Gut, dann haben wir schon mal geklärt. Gut. Mein Kollege macht eben eine Abfrage, dann gehen wir einmal kurz bei Ihnen rein. Ja? Max. In Ordnung. Als Paul Richter die Personalien des mutmaßlichen Langfingers überprüft, erfährt der Polizeioberkommissar erstaunliche Details. Ja, BTMG und DB. Okay. Aber 3 Jahre her. Okay. Ich hab's doch gewusst! Ja, ich hab gewusst, er ist ein Krimineller! Was haben Sie das hab ich gewusst? Was haben Sie denn gewusst? Sie wissen doch gar nicht, was wir hier durchgesetzt haben. So, ja, schon. Der Herr möchte ja von Ihnen, so wie ich das verstanden habe, dass Sie das Haus hier verlassen. Ja. Also Sie sind eben mal untergekommen, das habe ich auch richtig verstanden. Ja. Und jetzt will er, dass Sie gehen. Ja. Die Behauptung, die er aufstellt, vielleicht können Sie mir erklären, er sagt ja irgendwie, es fehle Geld oder irgendwie. Ja, das ist wie gesagt Schwachsinn. Ich darf hier nur eine Weile. Nee, ich wohne hier eine Weile und ich wollte was dazulegen. Ja. Ach, das ist Quatsch. Ich möchte, dass Sie jetzt alle mitkommen und das nachprüfen, dass da oben Geld fehlt. Wir können gerne mal mit Ihnen reinkommen, wenn Sie erlauben. Gut, wollen Sie die Brötchen mitnehmen? Wollen Sie die? Dann muss ja nicht hier alles auf der Straße liegen. Ein bisschen im Hintergrund, aber der soll uns das mal zeigen. Weil, ne, wäre ja blöd, wenn das wirklich nicht stimmt. Der aufbrausende Familienvater traut dem Freund seiner Tochter nicht.
Bei der Überprüfung der Haushaltskasse erwartet alle Beteiligten jedoch eine große Überraschung. Also hier steht sie normal nicht, nein, sondern da am Fenster. Hier. Ja, genau da. Hier steht sie normal. Ja. Okay, und Sie haben sie jetzt hier gefunden oder haben Sie sie rübergeräumt? Nein, ich habe die hier gefunden, mit ihm davor stehend. Okay, gut, haben wir soweit mit. Wie viel sollen in der Kasse drin sein? 215 Euro. 215? Ja. Gut. Und Sie, Sie hätten da was reingetan. Ja. Zählen Sie mal vor uns. Genau. Gehen Sie mal an die Kasse hier, zählen das mal vor uns. Also müssen da knappe 260 drin sein, sage ich jetzt mal. Genau, packen Sie mal raus. Fangen Sie mal an. Sonst irgendwas noch drin? Nein, nur das Haushaltsbuch und die Taschenzettel. Okay. 100. 50, 70, 90, 200, ja. 10, 15. Scheint ja doch mehr geworden zu sein. Was ein Zufall, ne? Ja, das verstehe ich jetzt allerdings auch nicht. Haben Sie das vielleicht vorher gezählt? Oder wie nein, Sie aber vielleicht hat meine Frau was reingetan. Ich habe sie hier dazugelegt. Der 50er ganz unten ist von mir. Ich wollte ihn dir einfach geben als Dankeschön, dass ich hier wohnen darf. Also Sie hatten ja gerade auch 215, ne? Ja. War drin gewesen. Ja. Und jetzt sehen wir, ist ja mehr, ne? Ja. 50 Euro mehr. Das kann aber auch meine Frau gewesen sein. Bleiben Sie mal hier. Ja, schon. Ausweis haben wir da. Wo willst du denn? Doch was. Ja, schon machen Sie mal keinen Quatsch jetzt. Was ist das hier für ein Raum? Was ist das? Was ist, was ist das hier? Wo geht denn das hin? Badezimmer anscheinend. Badezimmer? Ich rede mit ihm, ist gut. Ja, schon machen Sie mal keinen Quatsch. Schatz, ist doch noch. Ja, reden Sie mal schon mit ihm. Ja. Schatz, hallo. Ist da ein Fenster hinten? Wissen Sie das? Nein, da ist kein Fenster. Nee. Komm nicht raus. Schatz, komm raus. Ich glaub dir, bitte komm raus. Komm doch bitte raus und klär das mit uns vernünftig. Das bringt doch nichts, wenn du dich da jetzt einschließt. Gut, die Tür kriegen wir eh nach einer Zeit auf. Das ist Ihnen hoffentlich bewusst. Ja, schon. Momentan sieht es ja gar nicht aus, als wäre was gegen Sie So, wollen wir rauskommen? Genau. Kommen Sie mal raus, wir tun Ihnen doch nichts. Warte, ich bring dich selber raus, du. Nee, bleiben Sie jetzt mal ganz ruhig. Gehen Sie mal ein, zwei Meter nach oben, ja? Sonst haben wir gleich auch noch ein Problem. Kommen Sie mal einmal kurz raus. So, können wir noch mal einmal bitte nach oben gehen? Was haben wir hier? Ja. Was, dann darf ich mal, was liegt da, bitte? Das da, rechts offen. Das ist nicht von mir. Sieht mir nach einem Schwangerschaft. Darf ich das mal sehen, bitte? Ja, es gibt's nimmer. Darf ich das mal sehen? Hier? Nee. Echt nicht? Nein. Das darf nicht wahr sein. Jetzt hat er auch noch meine Tochter geschwängert. Ich hab... Sag mal, spinnst du? Nein. Ein Jahr vor... Ein Jahr nicht vor Ende deiner Ausbildung? Ich bin nicht, ich bin nicht schwanger. Wer hat mir noch, wir fahren sofort zum Arzt. Das heißt, nein, ich bin nicht schwanger. Kommen Sie erstmal wieder nach oben hier. Einmal. Das ist wirklich nicht von, kommen Sie mal nach oben hier. Nein, Scheiße, das war's. Können Sie einmal schwanger nach oben schon mal gehen? Weil hier ist mir das zu eng. Genau, einmal auf den Hintern. So, also wir sind jetzt gerufen worden, weil hier draußen Randale stattgefunden haben. Ich erkläre Ihnen mal kurz den Sachverhalt, nur damit wir das hier zusammenfassen. Wenn der Herr schon hier nicht mehr gewöhnt. Ja, ja, kommen Sie mal hoch, wer auch immer da ist. Mama? Ja, hallo. Guten Tag. Das ist meine Frau. Das ist Ihre Frau? Okay, die darf hier rein. Wer ist Sie? Ina Brück. Ina, gut. Wir haben ein Problem hier gerade, das wollen wir gerade klären. Er hat unsere Tochter geschwängert hier. Nein. Ich bin nicht schwanger. Das kann nicht sein, das geht einfach nicht. Also wir hätten eigentlich ein anderes Problem, aber jetzt haben wir ein neues. Ich glaube ja. Also ich glaube, ich muss was erklären. Ja, dann erklären Sie mal. Also das ist nicht von Theresa. Sondern? Nicht doch. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das sagen soll. Ja, das machen Sie doch. Deiner. Okay. Deiner? Ja, dann sag ich mal herzlichen Glückwunsch schon mal. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ja, das dachte ich auch. Okay, ich dachte, das wären die Wechseljahre. Und dann bin ich heute Morgen ganz früh... Und dann hat es nochmal geklappt. Okay, dann haben wir das Thema ja schon mal vom Tisch, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf. Was, haben Sie noch was dabei? Wollen Sie mal zeigen? Ja. Ach so. Nachdem der werdende Vater die erste Überraschung ein wenig verdaut hat, belehrt ihn Paul Richter über seine juristischen Möglichkeiten. Ich kläre kurz Ihre rechtlichen Grundlagen einmal auf. Wenn Sie jemanden aufnehmen bei sich zu Hause und der hier nicht eine eigene Wohnung hat, keinen eigenen Hausstand bildet, dann können Sie den rausschmeißen, wann Sie das möchten. Ne, also wenn Sie einen Freund aufnehmen und sagen, haben wir jetzt reicht's mir für ein Wochenende, mehr nicht, dann ist es Ihr gutes Recht. Das heißt, Herr Herrschung, damit wären Sie befangen und müssten die Wohnung verlassen, sofern das hier entschieden wird. Das andere Thema ist die Sache mit dem Geld. Ich denke, hier sind wir aus den Anschuldigungen raus. Sie haben hier 50 Euro reingelegt in diese Kasse. Das scheint ja auch so zu stimmen, wenn kein anderer was dazu getan hat. Dann würde ich davon ausgehen, dass der Diebstahl zumindest ins Wasser fällt. Ja, also als Straftäter kommen Sie bei uns nicht in Frage. Die andere Frage ist die,
wie kriegen wir hier den häuslichen Frieden wiederhergestellt? Weil wenn sie jetzt gleich aufeinander losgehen, haben wir dennoch das Problem, dass hier Straftaten im Raum stehen. Auch sie sind momentan natürlich, er will sie gerade nicht anzeigen, aber eigentlich dürfte er das, ne? Weil sie ihn da verletzt haben. Nein. Bleiben Sie doch mal hier, Herr Schäfer. Mein Kollege, Sie wollen die ganze Zeit weg. Jetzt bleiben Sie mal ruhig und hören Sie bis zum Ende. Wir wollen Ihnen doch was Gutes gerade. Wir haben Ihnen doch gerade erzählt. Also Sie wollen keine Körperverletzung anzeigen. Das ist richtig. Gut. Dann haben wir das schon mal mit. Wollen Sie, dass der Herr jetzt geht? Nein, ich denke, wir sollten noch mal über alles reden. Danke. Und das in Anbetracht dessen, dass ich jetzt doch noch mal Vater werde, denke ich, sollten wir uns gut. Also damit sind wir jetzt raus aus der ganzen Sache. Ne? Das ist Ihre Klamotte, dass Sie das mal untereinander klären. Ja. Vielleicht können Sie mal auch Ihrer Frau dann Sie noch mal in den Arm nehmen. Ne? Jetzt haben Sie dann noch ein Kind. Ja, und dann sind wir jetzt hier weg und ich hoffe, Sie haben noch einen schönen Tag. Dankeschön.